Die Ukraine ist nicht der einzige Nutzer von IRIS-T-SLM-Luftabwehrsystemen mittlerer Reichweite. Deutschland liefert auch Flugabwehrsysteme an Ägypten. Kürzlich ist ein Video von IRIS-T-SLM-Tests in dem afrikanischen Land aufgetaucht. Das Video zeigt den Abschuss von zwei IRIS-T-Flugabwehrraketen. Ihr Ziel waren unbemannte Luftfahrzeuge. Das Luftabwehrsystem zerstörte zwei Drohnen mit zwei Raketen und zeigte damit eine hundertprozentige Wirksamkeit. IRIS-T-SLM kann nicht nur Drohnen abschießen. Das System ist darauf ausgelegt, Flugzeuge, Hubschrauber und Marschflugkörper abzufangen. Die Flugabwehrrakete hat eine Startreichweite von 40 Kilometern und eine maximale Flughöhe von 20 Kilometern, um eine Luftbedrohung abzufangen. Die Abschussvorrichtung kann 8 oder 4 Behälter haben. Im Falle der ägyptischen Version der IRIS-T-SLM sind genau 4 Behälter für Flugabwehrraketen zu sehen, von denen sich einer von den anderen 3 unterscheidet.